So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Undertale. Im letzten Part sind wir an einem Spinnenshop vorbeigelaufen. Hast du gehört, was sie gesagt haben? Da hängt so eine pinke Spinne. Nein, bleib doch da. Sie sagten, ein Mensch trägt ein gestreiftes Shirt. Und dass er hier durchkommen wird. Ich habe gehört, dass sie Spinnen hassen. Was? Habt ihr voll falsch gehört, Mann? Wer erzählt denn sowas? Ich hab gehört, dass sie es lieben, auf sie zu treten. Nee. Ist der Boden eklig klebrig. Ich hab gehört, dass sie ihnen gern die Beine ausziehen. Wir verfangen uns hier immer mehr, kommst du mir so vor? Ich hab gehört. Nee. Hilfe? Dass sie unglaublich geizig mit ihrem Geld umgehen. Du denkst, dein Geschmack ist zu hoch für unsere Leckereien, nicht wahr? Ich stimme da nicht zu. Ich denke, dein Geschmack ist genau, was dieser nächste Haufen braucht. Batch? Oh shit, Mann. Muffet traps you. Die hat mich gefangen. Die schreckt aber. Sieht die cool aus, ey. Mit zwei Teetassen und zwei Teekannen. Guck, was können wir mit der machen? Your money. hier, 10 Gold. Sieht ihre Angriff runter für die Runde. Ach, schau nicht so blau aus, meine Liebe. Hä? Wir sind pink? Ich glaube, pink steht dir mehr. Weil du bist gefangen in einem komischen Netz. Okay, aber wir können Schaden machen. Warum so blass? Du solltest stolz sein. Was können wir denn als Pink... Ach, okay, wir können hier nur zwischen den drei Netzen rumspringen. Richtig frisch gebackene Spinnweben. Na, lecker, ey. Ich bin stolz, dass du dir selbst einen leckeren Kuchen machst. Ja? Aber wir können auch so noch ein bisschen ganz leicht nach links und rechts bewegen. Was, ab next 2? All die Spinnen klatschen mit der Musik. Shit. Was kommt als nächstes? 2. Oh boy. Oh boy. Okay, es geht. Was jetzt? Ab next? Muffet räumt die Spinnweben um dir auf. Oh, es ist nett. Wir hauen dich dafür auch weniger. Deine Seele wird jede Spinne glücklich machen. Wow. Okay, und dann kommen Bälle. Aber wir wurden noch nicht getroffen. Ab next irgendwas. Was, Muffet macht einen synchronisierten Tanz mit den anderen Spinnen. Die haben einfach einen Tanzchoreo für den Kampf eingeübt. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe fast vergessen, dich meinem Haustier vorzustellen. Es ist Frühstückszeit, nicht wahr? Habt Spaß, ihr zwei. Du schiebst einfach nur das... Oh oh. Was? Wir klettern mal. Alter. Also kreativ sind die Spieleentwickler hier auf jeden Fall bei den Kämpfen. Aber wenn ich mich hier rechts halte, ist alles lieb. Wir wurden nur nicht getroffen. Ich fühle mich gerade richtig gut. 1, 2. Shit. Und es war sogar ein fast perfekter Angriff. Die Person, die uns vor dir gewarnt hat. Wow. Okay, jetzt. Ja, jetzt ist es zu schwer auszuweichen. Ja, was ist mit der Person, die hier gewarnt hat? Was ist mit der? Sag was! Hat uns eine Menge Geld für deine Seele angeboten. Oh shit, Mann, jetzt wird's schnell. Ich komm da noch mit. Okay, das ist einfach. Als nächstes kommen wieder beide. Ja, ja, die klatschen wieder mit der Musik. Shit. Oh, war der Angriff schlecht. Ach, sie hatten so ein süßes Lächeln und... Fuck. Wenn ich hier in der Mitte bleibe, oder ich... Ist das ein Bumerang? Lol. Das nächste Bumerang. Bumerang. Okay. Das ist komisch, aber ich hab... Aber ich könnte schwören, sie haben in den Schatten ihr Aussehen... Alter! Verdammt. Aussehen verändert. Muffet, gieß hier eine Tasse Spinnen ein. Danke, Muffet.
will ich nicht haben. Oh, es ist Frühstückszeit, oder? Ach, verdammt, ich muss mein Haustier wieder füttern. Och, nö, Mann, nicht dein Haustier. Au. Ja, ja, da kommt's wieder. Das ist einfach in so eine Muffin. Das wird Muffins außenrum haben. Fuck, Mann. Oh, fuck, Mann. Oh, fuck, Mann. Die Spinne sitzt einfach in so einem Muffin-Behälter. Keine Zeit. Komm, ich will jetzt mal guten Schaden raushauen. Ha, mit dem Geld können die Spinnen-Clans endlich wieder zusammengeführt werden. Okay, die Angriffe sind extrem easy. Als nächstes kommen wieder solche Boppel. Ach, das war wieder ein guter Angriff. Hast du nicht gehört? Spinnen sind seit Generationen hier in den Ruinen gefangen. Oh! Fuck. Als nächstes wieder Bummer. Oh, war der Angriff scheiße. Bumeränge. Als nächstes, wenn die unter die Tour gehen. Snowdins Kälte kann unmöglich allein passierbar sein. Alter. Alter, nee. So. Okay, doch, ging. Gieß mir wieder ein Tässchen Spinnen ein. Na, danke. Boah, 96, das war sehr nice. Aber mit dem Geld von deiner Seele können wir endlich eine geheizte Limo kaufen. Also die... Oh, fuck. Ah, Mist. Das war aber auch mies. Ja, ja, die gießt mir immer mehr Spinnen ein. Alter, müsstest du nicht bald out of Spinnen sein? Mit all dem übrig gebliebenen können wir einen netten Urlaub machen. Oder sogar ein Spinnen-Baseball-Feld bauen. Was sind denn deine Pläne, Mann? Oh, fuck, Mann. Au. Das war wieder eine miese Runde. Als nächstes kommt wieder... Oh, verdammt, noch ein Angriff. Aber genug davon. Es ist Zeit fürs Dinner, nicht wahr? Oh, fuck, Mann. Shit. Also, das ist mega hart. Fuck. Wir müssen nur noch einen Angriff landen, ne? Also muss ich das nur noch überleben. Ah. Oh Gott. Oh, au. Ja, da musste ich kurz durch. Okay. Ach, du lebst immer noch? Oh, mein Haustier. Es sieht aus, als wäre es Zeit für... Hä? Ein Telegramm von den Spinnen in der Ruine? Was? Sie sagen, dass sie dich gesehen haben und... Du hast ihnen was gespendet? Oh, das war alles ein großes Missverständnis. Was haben wir gespendet? Hä, wir haben niemandem was gespendet. Wir sind böse. Ich dachte, du wärst so jemand, der Spinnen hast. Deswegen haben wir dich auch gerade die ganze Zeit angegriffen. Die Person, die nach dieser Seele gefragt hat. Sie müsste einen anderen Menschen im gestreiften Shirt gesehen haben. Ach, sorry für all die Umständnisse. Ich mach's wieder gut. Du kannst hier jederzeit herkommen und keine Kosten. Ich wickel dich ein und lass dich mit meinem Haustier wieder spielen. War nur Spaß. Ich verschone dich jetzt. Muffet verschont mich. Das heißt, wir können sie auch verschonen. Aber wir sind böse. Wir können sie nicht verschonen. Sorry. Oh, 20.000 Schaden. Ich glaube, jetzt ist die kleine Spinne nicht so glücklich. Kleine Spinne? Ups. Was, die bringt mir eine Blume? Ist aber nicht die Blume, für die ich sie halte, oder? Ach so, das ist als Grab. Das ist eine Blume aufs Grab gelegt. Ich fühle mich jetzt irgendwie schlecht. Ups. Oh ja, wieder ein Poster und es ist still. Von Metatons letzter Bühnenperformance. Eine tragische Geschichte von zwei Liebenden, die durch die Fäden auseinandergerissen wurden. Scheint, dass es fast Zeit für die Performance ist. Ich will noch einen Speicherpunkt. Oh, dieser Mensch. Nein, Metaton! Könnte es sein. Trägst du dein Kleid? Meine einzig wahre Liebe. Wie der den Rock auch noch hochhebt.
Yeah. Oh, meine Liebe. Bitte, lauf weg. Monsterkönig. Verbietet dein Bleiben. Menschen müssen weit weg leben. Selbst wenn es mein Herz bricht, sie bringen dich in den Kerker. Es wird scheiße sein. Und dann wirst du oft sterben. Echt traurig. Du wirst sterben. Wein, wein, wein. So traurig, dass es passiert. Hör auf uns zu tätscheln, Mann, mit der Sternschnuppe. So traurig. So traurig, dass du in den Kerker musst. Nun, Toodles! Oh. Oh nein, was soll ich auch tun? Meine Liebe wurde in den Dungeon geschickt. Ein Dungeon mit einem Puzzle so mies, dass mein irgendwas wird verschwinden. Oh Himmel, hab Gnade. Das grausame farblich gefärbte Puzzle. Jede gefärbte Fläche hat ihre eigene sadistische Funktion. Als Beispiel eine grüne Fläche klingt nach einem Geräusch und dann musst du ein Monster bekämpfen. Rote Flächen mögen. Moment. Haben wir das Puzzle nicht schon vor 100 Räumen gesehen? Ah, genau, du erinnerst dich an all die Regeln, nicht wahr? Großartig, dann will ich deine Zeit nicht damit verschwenden, sie zu wiederholen. Oh, und du solltest dich besser beeilen, weil wenn du es nicht in 30 Sekunden durchschaffst, wirst du eingeschaltet werden bei diesen Feuerstrahlen. Meine arme Liebe, ich bin so mit Trauer gefüllt, dass ich nicht aufhören kann zu lachen. Viel Glück, Schatz. Was? 30 Sekunden? Oh, fuck, Mann. Was macht die rote Fläche? Ich weiß nicht mehr. Ich will auch... Achso, da kann man nicht durch. Also müssen wir Monster Hä? Ah, Elektro. Hä? What the fuck? Wo... Lol. Au. Hä? Nein, hier können wir nicht durch. Shit. Oh Gott. Nein. Durch Rot können wir nicht... Hä? Shit, wir sind gefangen. Wir sind gefangen. Oh oh. Oh, es tut mir leid. Es scheint, dass die Zeit abgelaufen ist. Hier kommen die Flammen, Liebling. Nein, Mann! Sie kommen immer näher. Immer näher und... Oh mein. Jederzeit jetzt. Robotermäßiges Husten. Pass auf. Ich rette dich. Ich hack mich in die Firewall. Genau jetzt. In die Firewall. Ist das scheiße. Oh nein, wie konnte das passieren? Ich wurde wieder von diesem brillanten Dr. Elphys verraten. Das ist richtig. Komm schon, Metaton. Gib endlich auf. Du wirst niemals fähig sein, uns zu besiegen. Nicht so lange wir zusammenarbeiten. Deine Puzzle sind vorbei. Jetzt geh heim und lass uns allein. Puzzle vorbei? Elphys, Liebling, wovon redest du? Hast du vergessen, was die grünen Flächen tun? Sie machen ein Geräusch und dann musst du ein Monster bekämpfen. Nun, Darling, dieses Monster bin ich. Was? Oh, wir haben doch gar kein Leben. Shit. Mist. Oh, fuck. Das war's, Darling. Sag goodbye. Was, ein Telefon? Das ist dein Telefon. Du solltest da besser rangehen. Ey, es sieht schlecht aus, aber keine Angst. Ja, hilf mir mal, Elphys. Es gibt eine letzte Sache, die ich auf deinem Telefon installiert habe. Siehst du diesen gelben Knopf? Drücke Act und dann drück ihn. Aha. Yellow. Ja, was? Oh, dieses gelbe Glühen. Hä? Ja, yeah, wir sind gelb. Jetzt drück Z. Alter, wir haben ein fucking Laser-Raumschiff aus unseren Herzchen. Oh, du hast mich besiegt. Wie kann das wahr sein, dass du stärker warst und so weiter und tschüss. Klingeling. Ey, scheint, als ob du ihn geschlagen hast. Du hast
Echt super gemacht da draußen. Alles dank dir, was? Oh nein, du hast doch alles gemacht, ey. Ich habe einfach nur so ein paar langweilige Programme für dein Telefon geschrieben. Hey, das könnte komisch klingen, aber darf ich hier was sagen? Bevor ich dich getroffen habe, habe ich nicht wirklich. Ich habe mich hier wirklich selbst gemacht. Lange Zeit lang habe ich mich total einsam gefühlt. Als ob ich nichts ohne irgendwas machen kann, Mann. Ohne dass ich alle hängen lasse. Aber dich zu führen hat mich eine Menge besser fühlen lassen. Also danke, dass ich dir helfen darf. Egal, wir sind fast am Kern. Er ist einfach nur hinter dem Resort. Komm schon, lass uns das beenden. Gut, dann würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part. Hätten wir hier eigentlich durchkommen können? Nicht in 30 Sekunden, oder? Ganz knapp. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans und Peter. Ciao.